Es ist kein Geheimnis, dass es sich bei 18 Karat immer nur um das große Geld dreht. Nach eigenen Angaben ist er mit 7 Jahren nach Deutschland ausgewandert und es soll auch nicht lange gedauert haben, bis er Bekanntschaft mit dem kriminellen Milieu machte und dort sein erstes großes Geld verdiente. Bereits im Alter von 14 Jahren soll der Dortmunder erstmals einen 5-stelligen Betrag verdient haben. Letzte Nacht hat der Banger-Rapper dieses Thema erneut angesprochen. So veröffentlichte er eine Instagram-Story, in der er erklärt, dass er mit 19 bereits Millionär war. Er verabschiedet sich mit der Grußformel, ihr süßen Katzenbabys. Wie viel Vermögen 18 Karat derzeit hat, ist insgesamt noch unklar. Vielleicht spricht er das in Zukunft ja an und ihr werdet es natürlich auf diesem Kanal sehen. Raf Camora, ich kann es nicht oft genug sagen, reißt derzeit alles ab. Mit der Promophase zu seinem neuen Album Zenit, die ja erst seit einigen Wochen läuft, hat er bereits jetzt neue Maßstäbe gesetzt. Innerhalb von einem Tag machte Raf bereits einen Umsatz von 1 Million Euro nur durch den Vorverkauf seiner Deluxe-Box. Mittlerweile dürfte eine weitere Million dazugekommen sein. Persönlicher Rekord. Bisher konnten seine Alben nicht einmal die Hälfte dieser Zahlen aufweisen. Er hat zwar bis jetzt nur eine Single veröffentlicht, aber bricht mit seinem letzten Album jetzt schon alle Rekorde. In seiner Insta-Story postete der Rapper die genauen Zahlen und bedankte sich bei seinen Fans. Bis jetzt verkauften sich demnach mehr als 28.000 Einheiten des Albums. Solche Zahlen gab es dieses Jahr noch bei keinem anderen Rapper und das, obwohl man nicht einmal die Boxinhalte kennt. Ich wünsche Raf auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Schreibt uns eure Meinung zu diesen Themen unten in die Kommentare. Hier haben wir noch weitere News und Videos, die ihr gerne abchecken könnt. Daumen hoch und Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.